Hallo und willkommen in meinem Garten. Heute die Frage, was tut man gegen Wollläuse? Ich habe also hier meinen Duo-Apfelbaum und der ist wirklich übersät. Der trägt mir das erste Jahr dieses Jahr so schöne Früchte. Das ist also ein Spalierbaum mit zwei verschiedenen Apfelsorten. Mir geht es jetzt hier nicht um den Apfelbaum, sondern was mache ich gegen die Wollläuse? Denn da ich mich ja nun auch dem gesunden Gärtnern verschrieben habe, das heißt für mich, ich möchte weder Insektizide noch irgendwelche chemischen Giftmittelchen hier einsetzen, wühle ich mal heute in Omas Trickkiste und habe mich mal erkundigt, was so ganz erfahrene Gärtner denn jetzt wohl machen würden, die eben auch kein Freund von diesen giftigen Schädlingsbekämpfungsmitteln sind. Die Lösung scheint ganz einfach zu sein. Und zwar Öl, eine Tasse und ein Q-Tips. Das wär's dann schon. Pollenallergisch sollte man als Gärtner übrigens auch nicht sein. Mein Öl, das habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet. Das ist natürlich auch eine super preiswerte Sache. Jetzt werden die Wollläuse damit beträufelt. Also mir wurde gesagt, dass die dann unter dieser Ölschicht wohl ersticken und verenden würden. Das hört sich jetzt natürlich alles sehr, sehr brutal an. Aber es nützt ja nichts. Letzten Endes sind es ja Schädlinge, die ich ja nun doch gerne loswerden möchte. Das Ganze ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Also ich meiner Meinung nach hätte vielleicht jetzt auch eine Spritze für diesen Zweck recht gut gefunden. So, das Ganze ist natürlich mühsam, aber wie immer beim Gärtnern, in der Ruhe liegt die Kraft. Also werde ich jetzt hier meinen ganzen Baum absuchen und überall das Öl drauf träufeln. So sieht das jetzt aus. Ich gehe davon aus, das sind jetzt einige der Läuse, die hier in meinem, oder einige der Schädlinge, die hier in meinem Öl schon schwimmen. So, der Q-Tipp, jetzt möchte ich euch mal das Ergebnis zeigen. Also, wie man hier sieht, die Stellen, wo die Wollläuse gesessen haben, die sind jetzt sauber. Zum Beispiel auch hier. Ihr seht noch, die Blätter glänzen noch von dem Öl. Jetzt gehe ich natürlich davon aus, dass ich diese Behandlung in den nächsten Tagen immer mal wieder wiederholen muss. Das macht aber nichts. Hauptsache, ich werde die Schädlinge los, ohne hier irgendwie Giftstoffe einzusetzen. Da habe ich wohl so einen Schädling entdeckt. Das scheint hier eine Wollaus zu sein. Wenn ihr meint, das wäre was anderes, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Die kriegt jetzt jedenfalls auch noch einen Schuss Öl, um dass ich auch sicher bin. Jetzt sage ich euch bis bald, zum nächsten Mal in meinem Garten. Und ich werde euch dann weiter berichten, wie erfolgreich meine Behandlung war. Lieben Gruß, danke fürs Zuschauen, tschüss.